Abend zusammen. Dominik Kiczewski von CapTrader. Und ich begrüße Sie zum heutigen Webinar. Wie stelle ich meine optimales Handelssignal? Und würde dann auch gleich dann den Herrn Gilbert Kreuztal übergeben. Ja, ich wünsche allen einen schönen guten Abend. Ist ja noch Urlaubszeit, aber trotzdem wieder sehr viele Leute hier, um Interessantes hoffentlich im Agenda Trader zu sehen, zu lernen. Vielen Dank für die Anmoderation auch wieder. Vielen Dank an CapTrader, mir dieses Webinar hier in Kooperation zu ermöglichen. Ich möchte alle sehr herzlich begrüßen für den heutigen Abend. Ich nehme an, wir werden ungefähr eine Stunde hier gemeinsam verbringen. Und hier mal ein paar Themen durchbesprechen, die wir in den letzten Wochen angerissen haben und heute vielleicht versuchen, ein bisschen zu finalisieren. Ja, mein Name ist Gilbert Kreuztaler, CEO von Agenda Trader. Wer mich noch nicht kennt, ich nehme mal an, hier sind die meisten Leute drinnen, die ein nahe Verhältnis zum Agenda haben. Gut, ich bin hoffentlich auch gut zu hören, wenn man mir das nochmal vielleicht kurz bestätigen könnte. Jo. Alles klar, super, vielen Dank. So. Gleich mal ein paar Fragen am Anfang, die ich vielleicht schauen, ob ich da die hier beantworten kann. Ich weiß nicht, ob meine Frage off-topic ist, aber ich interessiere mich, ob ich automatisch Zeichnungen im Chart, Widerstandslinien, Trendlinien basierend auf aktuellen Kursen erstellen kann. Ähnlich der Indikator erstellen, gibt es irgendwo Programmbeispiele. Ja, das würde für heute zu weit führen, wenn ich das erklären würde. Ich nehme mal an, Herr Schlüter, Sie meinen das, ob Sie das mit den Indikatoren oder in Strategien programmieren könnten. Da müssten Sie bitte den Support mal kurz anschreiben, ob dass Sie hier weitere Auskünfte bekommen, wie das im Agenda-Skript zu lösen wäre. Über den Condition Escort gehen solche Sachen nicht, hier kann man keine Zeichnungen einfügen. Hallo Gilbert, du sprachst ja mal in einem Webinar von der Integration der Earnings-Termine in Agenda Trader. Hat das mit dem Add-on von AlienBlue Trading zu tun? Ja, auch. Also da sind genau auch in dem Package von der Frau Dr. Natascha Junger sind auch solche Earnings-Termine auch drinnen. Da wäre am besten es gibt bei uns eine Dokumentation für die verschiedenen Produkte, die sie zur Verfügung gestellt hat. Ich kann es vielleicht ganz kurz herzeigen, damit man das mal hier off-topic auch zeigen kann, und zwar Agenda Trader. Moment, ich gehe mal kurz auf die Webseite. Unter Partners gibt es jetzt neuen Eintrag von AlienBlue Trading. Hier ganz einfach draufklicken und hier unten gibt es dann, jetzt bin ich im englischen Shop, gehen wir auf den deutschen, bitte hier dann draufdrücken auf dieses jeweilige Bild und dort sieht man dann, was in dem jeweiligen Package vorhanden ist und dort ist auch der Earnings-Indikator drinnen beschrieben. Das heißt hier ganz einfach nochmal, um das zu zeigen, eben auf Partner. Hier Partners und dann unten auf das
auf dieses Icon hier drücken und dann kommt man genau auf die Seite und dann unten in der Tabelle, in der Shop-Tabelle sieht man dann, bekommt man auch die Beschreibungen, was hier alles drin ist und was es alles kann. Ja. Nächste Frage. Wann kommt die neue Version? Bin schon ganz gespannt. Wir auch. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert noch mit ein paar Integrationsarbeiten, aber wir haben jetzt vor, wenn wirklich nichts mehr daneben geht, wir sind in den wirklich finalen Tests, dass wir am Wochenende die 275 auf den Beta-Modus schalten. Das heißt, es ist noch immer nicht offiziell. Wir werden sie dann für 2 Wochen im Beta-Modus lassen und danach dann versuchen, auf die Miner-Version umzustellen, wenn wir von den Beta-Testern hier keine negativen Feedbacks bekommen, Rückmeldungen bekommen, dass irgendwas nicht stimmen sollte. Aber grundsätzlich ist sehr gut getestet worden. Also das heißt, ich nehme an, in den nächsten Tagen, Wochenende geht es auf Beta und Beta ist natürlich schon weiter getestet als die Pre-Beta, die wir vor 2 Wochen hochgestellt haben. Aber wir kündigen das, wenn es wirklich soweit ist, am Freitag an im Newsletter. Wir schicken jetzt mal den Newsletter am Freitag und nicht am Donnerstag raus, um diese News dann wirklich auch zu verbreiten, zu sagen, dass die Beta-Version dann wirklich draußen ist. Okay, ja, Herr Württemberger, das wollte ich auch schon eingehen auf Ihre Frage. Und zwar haben Sie angefragt, ob es möglich ist, das aktuelle gehandelte Volumen zu vergleichen mit der Gesamtzahl der Shares pro Symbol. Das geht im Moment noch nicht. Diese Werte, wir haben sie zwar im End-of-Day-Screener drinnen, aber wir sind mit der jetzigen Lösung nicht in der Lage, diese spezielle Information rauszufiltern und als Condition zu verwenden. Das wird in einer Folgeversion möglich sein. Das heißt, wir sind gerade dabei, den End-of-Day-Screener auch so umzubauen, dass wir die Daten nicht mehr aus dem Internet herunterholen, sondern auf unsere eigenen Server laden, dafür eigens ein Fundamental-Package uns zugelegt, gekauft. Damit entstehen bei uns auch relativ so ansehnliche Kosten mal. Und klar, dort haben wir aber die Möglichkeit, das jetzt aber viel besser auch zu optimieren und auf einzelne Werte in den Fundamentaldaten einzugehen und die dann als Condition auch abzubilden oder als Condition-Kriterium abzubilden. Das heißt, es wird in Bezug auf den Fundamentalhandel ein sehr großer Vorteil werden, ist aber im Moment noch nicht vorhanden. Das heißt, das ist geplant für eine Folgeversion. Ich nehme mal an, das wird in der 2.8.0 drinnen sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es jetzt die jetzigen Projekte, die wir in der Queue haben, in der Warteschleife haben, wie schnell wir die über die Bühne bringen, damit wir uns dann um die Erweiterung des End-of-Day-Screeners dann noch so weit bemühen können, dass wir wirklich einzelne Kriterien auch im Condition Escort verwenden können. Kommt aber, ist für eine Folgeversion geplant. Okay, noch eine Frage. Kannst du nochmal den Namen der App in der Taskleiste mit den KBs nennen? Wo haben wir das jetzt? Das ist hier, um das kurz nochmal kurz herzuzeigen, das ist das hier. Und um jetzt nichts Falsches zu sagen, wie heißt dieses Ding? Ich müsste nochmal nachschauen. Mir entfällt selber immer wieder, wie diese, oder vielleicht finden wir es da drinnen irgendwo. Hier. Kleiner Moment. Okay, Net Balancer ist es. Das heißt, der Net Balancer
die eigentlich sehr, sehr hilfreich ist in der Analyse von den Up- und Downloads, die man macht. Ja, NetBalancer ist ein kostenloses Tool, aber sehr hilfreich in der Analyse des Net-Traffics. Was ist der Unterschied zwischen Agena Trader Free by CapTrader und Agena Trader Andromeda? Wir sind heute in der Andromeda-Version. Das heißt, alles, was ich jetzt zeige, ist Andromeda. Das ist genau die Vorteile der Andromeda-Version. Das heißt, das, was ich heute erkläre, findet man nicht in der Mercury-Version, in der for free. Die Mercury-Version ist ungefähr zu, sagen wir mal, zu vergleichen mit anderen Plattformen, die am Markt sind, ohne jetzt Namen zu nennen. Warten wir mal, diese Vergleiche nicht, aber das ist so das allgemein Funktionalitäten, wo man ein sehr ausgereiftes Charting und so weiter, Trading-Möglichkeiten, alles Mögliche hat, aber eher auf das rein diskretionäre Trading bezogen. Die Andromeda-Version, das wird man heute noch sehen, da gehe ich wirklich genau drauf ein und alle Features, die Sie sehen werden, sind rein Andromeda bezogen. Dabei sehen Sie schon mal einen guten Unterschied. Wenn man die Andromeda-Version hat, ist das dann enthalten damit oder muss man das separat kaufen? Das ist im Moment noch nicht klar, wie das genau ausschauen wird. Da müssen Sie dann vertrösten, sobald diese Features dann da sind. Wir müssen mal schauen, was das wirklich bedeutet für uns. Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir für heute los. Die Anfangsfragen sind mal beantwortet worden. Vielen Dank für die rege Fragestellung. Ist immer gut, wenn man hier auch in verschiedene Themen mal reingehen kann. Ja, fangen wir an. Und zwar, es soll heute gehen, dass ich mal, wir haben ja die letzten Monate eigentlich jedes Monat ein Signal versucht zu erstellen. Ich habe versucht, den Condition Escort näher zu bringen. Man sieht ja hier nochmal, um kurz zu erinnern, was so passiert ist. Wir haben ganz einfach versucht, hier unterschiedliche Conditions zusammenzubauen, damit man sieht, wie funktioniert das Ganze, dass man auch wirklich alle Kriterien, die es gibt im Condition Escort, auch wirklich versteht, wie ist das gemeint, wie kann man sich hier auch wirklich komplexe Conditions zusammenbauen, Bedingungen, Signale zusammenbauen. Und was ist hier ganz einfach notwendig dafür? Und dass man auch gesehen hat, dass man wirklich teilweise sehr nahe an die wirkliche Programmierung kommt, wenn es einfach um Abfragen kommt, wie Vergleiche miteinander, Berechnungen von Abständen und so weiter. Das heißt, das haben wir in der Vergangenheit durchgemacht. Ich bin das letzte Mal gefragt worden, ob man nicht einen Schritt weitergehen könnte. Und ich möchte heute ganz einfach in den Setup Escort weiter eintauchen und dann mich auch kurz in das Backtesting mehr oder weniger eintauchen und ein bisschen erklären, was das Backtesting so kann. Aber grundsätzlich dafür ist es mal notwendig, dass man versteht, was ist im Setup Escort zu machen, wie kann man Signale überhaupt in eine Strategie umwandeln, damit sie dann zum Schluss auch testbar sind. Zur Frage noch, die reingekommen ist, wurden die bisherigen Webinare zur Erstellung des Krite aufgezeichnet? Wo finde ich diese? Die findet man einerseits bei unserem YouTube-Channel in der Playlist, wie baue ich mein optimales Handelssignal, beziehungsweise auch auf CapTrader. So, wir sind ja heute über CapTrader, wird das gestreamt und CapTrader zeichnet auch immer auf. Und wenn Sie auf die CapTrader Seite schauen, dann finden Sie alles. Gut, okay. Das heißt, das war bis jetzt die Geschichte, die wir einfach hier grundsätzlich durchgespielt haben in unterschiedlichen Ausprägungen und hier nach und nach die Signale erstellt haben.
Heute gehen wir so weit, dass wir sagen, jetzt haben wir ein Signal und wir möchten dieses Signal gerne auch uns anschauen, was können diese Signale überhaupt? Wie gut sind sie? Wie gesagt, diese Signale, die habe ich ganz einfach gefunden auf verschiedenen Webseiten. Ich habe diese Webseiten auch schon gepostet und habe daraus ganz einfach nicht darauf geachtet, sind es jetzt gute Signale, schlechte Signale, wie auch immer, sondern ganz einfach übliche Handelssignale, die so auf diversen Webseiten gepostet werden. Irgendwann geht einem ja die Idee aus, was man nicht alles traden könnte, wenn man sein fixes Trading-Schema hat. Und daher nimmt man ganz einfach irgendwelche Signale, die man halt wo findet, die man glaubt, die Sinn machen könnten. Und hier haben wir das letzte Mal dieses Four-Candle-Hammer-Signal, das ist ein reines Long-Signal, wie es hier programmiert ist, programmiert zusammen. Und genau darauf werden wir heute ein bisschen ausdehnen und einfach mal Ihnen zeigen, was Sie hier mit so einem Signal machen können in der Andromeda-Version, wie das Scanning funktioniert, beziehungsweise wie man das Ganze dann auch in einen Backtest überleiten kann. So, okay. Das heißt, schauen wir uns mal das Four-Candle-Hammer-Signal an nochmal. Wie bringt man das das haben wir hier programmiert, wie bringt man das grundsätzlich in den Chart hinein? Wir befinden uns hier auf der Nasdaq 100-Liste. Hier kann man sich ja durchklicken. Das ist im ChinaTrader ja sehr komfortabel, dass man sich durch die verschiedensten Werte extrem schnell durchklicken kann. Jetzt möchte ich natürlich aber, wenn wir ein Signal programmiert haben, das war eben genau das Signal, was wir in der letzten Session programmiert haben, kann man sich das hier mal im Chart auch anschauen. Und zwar findet man das hier unter Conditions, unter da haben wir zwei, Kategorie drinnen, ja, und zwar hier. Und da findet man genau dieses Four-Candle-Hammer-Signal. Was immer das kann, ist in einem Webinar ausführlich beschrieben. Gehe ich heute nicht mehr drauf ein. So, und jetzt, um das mit reinzunehmen, auch um mir diese Signale anzeigen zu lassen, kann ich hier ganz einfach einen Doppelklick machen oder kann mir dieses Signal hier rüberziehen. Das können wir auch mit einem anderen machen. Ziehen wir das Signal herüber und dann ist es zum Beispiel auch hier. Löschen wir das wieder raus. Wir möchten nämlich gerne nur das hier sehen. Kann ich hier übernehmen und wenn ich das hier übernehme, dann sieht man hier auch schon grundsätzlich eine, ich schalte hier eine andere Farbe ein, damit es besser ersichtlich ist. So. Machen wir es mal grün. So, jetzt sieht man natürlich schon auch, wo diese Signale vorkommen. Das heißt, hier in diesem Bereich haben wir dieses Signal bekommen. Das heißt, dieses Four-Candle-Hammer-Signal war ganz einfach ein Signal, das nach einer bestimmten Aufwärtsphase eine Korrektur macht und dann an dieser Korrektur nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen dann auch ein Umkehrsignal bringt. Das heißt, hier sieht man auch hier wieder, der Markt geht auf, kommt runter. Hier passiert eine Umkehr nach einer bestimmten Anzahl von fallenden Kerzen und wir bekommen ein Reversal-Signal. Das sind so die kleinen 1 zu 50 sind Aufwärtsbewegungen bilden. Das heißt, wir versuchen hier in dem Fall die Umkehr zu finden. Und hier kann man sich das natürlich dann anschauen, wo diese Signale stattfinden, in welchen Bereichen. Hier sieht man halt, ist es nicht unbedingt so ein gutes Signal, dass das hier kommt. Kann man natürlich noch optimieren und so weiter. Habe ich jetzt nicht gemacht, sondern ich zeige Ihnen ganz einfach, was aus diesem Signal, so wie ich es im Internet gefunden habe, dann auch rauskommen kann. Und so kann man sich eben hier durchklicken und sieht dann immer wieder, wo diese Signale stattfinden. Das heißt, das ist die eine Sache, wie man so ein Signal visualisieren kann, das man vorher gebaut hat. Das nächste ist auch wieder diese Signale
Die ist wiederum natürlich, die sind Andromeda-spezifisch, um auf die Frage zurückzukommen, weil der Condition Escort, der Setup Escort, die gibt es nur in der Andromeda-Version. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ich möchte mir dieses Signal nicht immer reinlegen in den Chart, sondern ich möchte mir dieses Signal immer nur dann und wann anschauen, wann ich es gerade sehen möchte. Vielleicht im Chart unterschiedliche Signale anschauen. Wann sind die gekommen? Wie schauen die aus? Und hier kann ich mir mal die Indikatoren als Indikatoren reinlegen, dass ich sage, ich lege mir genau diese Condition nochmal, um Ihnen das zu zeigen auch. Das heißt, wie komme ich dorthin? Entweder hier in der Action Bar rechter Mausklick oder wir haben da die Action Bar, das Action Bar Einstellungs-Icon, wo man draufklicken kann. Und dann gibt es den Reiter Indikatoren. Hier haben wir schon einige Indikatoren drinnen. Das sind auch die, die Sie hier im Chart drinnen schon sehen, wie zum Beispiel der RSI, das Bollinger Percent und so weiter. Die findet man hier drinnen schon. Und jetzt möchte ich, und zwar sehen Sie die nicht hier im Chart, sondern Sie sehen die hier als Buttons im Action Bar drinnen. Das heißt, wir legen uns jetzt auch diesen Four Candle Hammer rein als Condition. Jetzt habe ich mir den hierher gelegt, sage hier mal okay. Damit liegt dieser Four Candle Hammer auch hier zusätzlich zu diesen Buttons, die wir hier drinnen haben, schon im Chart. Dann bestätige ich für alle, und man sieht, jetzt ist ein Button hier mehr dazugekommen. So, und jetzt klicke ich hier drauf, jetzt sehen Sie, ist es verschwunden. Wenn ich hier nochmal drauf mit der Maus drüber fahre, dann sehe ich genau diesen Four Candle Hammer. Jetzt müsste ich natürlich die Farbeinstellung wieder machen, wie es vorher schon war, dass es grün wird. Aber Sie sehen, Sie können hier diese Einstellungen tätigen, dass man hier hergeht, bearbeiten, stellen wir das nochmal ein. Ausgabe ist hier dann grün. So. Jetzt sieht man auch, jetzt ist auch dieser Button hier grün geworden, das ist die Hauptfarbe. Und wenn ich hier mit der Maus jetzt drüber fahre, sehe ich immer, wo finde ich genau dieses Signal. Ist es irgendwo in der Historie drinnen? Das heißt, ja, wir sprechen hier von den dynamischen Indikatoren, wo man natürlich auch diese Signale, diese Conditions sich auch anzeigen lassen kann. Und zwar nicht immer permanent im Chart drinnen, sondern nur, wenn ich mit der Maus drüber fahre, beziehungsweise einmal draufklicke hier, sieht man auch dieses Signal. Ich kann so lassen jetzt, kann mich jetzt hier weiterhandeln, sehe immer wieder diese Signale, die hier kommen. Möchte ich diese Information nicht mehr haben, klick drauf und damit ist es dann weg. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit von sogenannten dynamischen Indikatoren, die man einfach dafür nützen kann, um sich das Chart nicht permanent mit irgendwelchen Indikatoren vollzuknallen und dann aber das Wesentliche zu übersehen, sondern den Markt und die Charts, sondern dass man sich hier wirklich diese Charts freihalten kann und die Information nur dann einblendet, wenn man sie wirklich braucht. Sehr hilfreiches Feature. Das heißt, hier sieht man auch, was man mit einem Signal machen kann im Chart drinnen, um es anzuzeigen. Die nächste Möglichkeit ist hier, um es anzuzeigen, ist der Scanner. Wir haben ja im Machina Trader drinnen die Scanner mit dem sogenannten Analyzer Escort. Das heißt, ein Analyzer Escort ist einfach eine Spalte, die auf eine Zeiteinheit bezogen ist. Das heißt, wir können hier in dieser Spalte unterschiedliche Signale anzeigen. Man klickt hier zum Beispiel drauf. Und wenn man sich das hier im Moment anschaut, sieht man auch, dass wir hier dass wir Signale bekommen und zwar aktuell auch ein Signal bekommen haben. Man sieht hier drinnen im Analyzer, dass dieses Signal hell ist.
dass hier ein dunkles ist. Das heißt, wir haben auf 15 Minuten Basis ein Turtle Long Signal gerade im Moment. Wir haben im, vielleicht findet man, das ist hier auch ein Four Candle Hammer, wenn man sich das hier anschaut, klickt man nochmal drauf, sieht man auch, dass hier im Moment mit dieser letzten fertiggestellten Kerze ein Signal entstanden ist. Das heißt, an diesen Farben erkennt man, ist das ein altes Signal, und das sieht man auch hier in der eckigen Klammer. Wenn Sie sich das hier anschauen nochmal, ich fahre hier drüber, und das heißt ja, in der eckigen Klammer 1 heißt, dieses Signal ist vor einer Periode entstanden. Wenn es dunkelgrün ist, ist es aktuell mit der letzten fertiggestellten Kerze. Das, nur dass man weiß, wie man es interpretieren kann und weil wir uns genau um diese diese Signale hier kümmern, sieht man auch, wie sie angezeigt werden. Sie sehen hier in diesem Signal einen Pfeil. Gehen wir nochmal weg. Das heißt, wir haben hier einen Pfeil auf der Seite. Der Pfeil bedeutet, dass wir hier mehrere Signale gleichzeitig haben. Kann ja passieren, Signal 1, Signal 2, genau zum gleichen Zeitpunkt die Auswirkung, wenn Sie hier draufklicken, sehen Sie, welche Signale im Moment hier gerade zuschlagen. Würden hier sieht man Four Candle Hammer und ein MACD Crossover zur gleichen Zeit findet hier statt, genau unser Signal, das wir uns eigentlich näher anschauen möchten. Hier nochmal der Hinweis, ich bin mir nicht sicher, ob das auch klar herausgekommen ist, und zwar, wenn man im Condition Escort zu dem jeweiligen Signal kann man sich auch ein Ranking einstellen. Wie hoch prior soll es im Analyzer Escort gezeigt werden, wenn mehrere Signale gleichzeitig stattfinden. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, haben wir ein Ranking Medium. Es sind eigentlich die meisten grundsätzlich mit Medium angezeigt. Das heißt, die werden standardmäßig mit Ranking Medium erstellt. Was man hier machen kann, ist, wenn ich sage, das ist mein wichtigstes Signal, kann ich jetzt nach vorne ranken, dass ich sage, das ist top, dann wird es mir sicher im Scanner immer ganz vorne angezeigt. Das heißt, wenn ich auch hier einen Pfeil bekomme und es werden andere Signale auch als Medium festgestellt, die dann nach einer bestimmten zufälligen Reihenfolge dann angezeigt werden, wenn ich das hier einstelle, dann wird mir das vor allen anderen Signalen gezeigt, die ein niedrigeres Ranking haben. Also das zu dem, dass man hier sich die Prioritäten einstellen kann. So. Jetzt ist da ist es hier vorne. Man hat mittlerweile gesehen, hier sind einige Signale verschwunden, beziehungsweise sind dann, haben eine andere Farbe bekommen, weil sich eben genau jetzt schon die 5 Minuten sich hier mehr oder weniger, weil die letzte 5 Minuten war fertig war. Wie man das auch noch einstellen kann, wie weit zurückliegend man Signale sehen kann, möchte, dafür gibt es wieder die Einstellung auch. Und zwar, wenn ich sagen möchte, ich möchte mir die letzten, wie hier sieht man zum Beispiel Turtle Short 2, das heißt, dieses Signal liegt 2 Perioden zurück. Macht natürlich keinen Sinn, denn für 100 zurückliegende Kerzensignale anzuzeigen, macht natürlich nur Sinn für die letzten paar. Und genau, kann ja sein, dass ein Signal zwar stattgefunden hat, aber vielleicht der Ausbruch oder die Reaktion auf dieses Signal noch nicht stattgefunden hat. Deswegen möchte ich es eigentlich im Scanner länger sehen. Das heißt, hier kann man einstellen, wiederum in Strategien im Setup Escort. Gibt es hier die Einstellung 2. Und hier kann ich bestimmen, für wie viele zurückliegenden Kerzen ich die Signale sehen möchte. Stelle ich hier 3 ein, werden wahrscheinlich mehrere Signale auftauchen.
die schon länger zurücklegen, sagen wir hier mal okay, lesen hier neu ein. Damit laden wir den ganzen Scanner neu. Und man sieht jetzt schon, dass jetzt viel mehrere Signale auch auftreten, wie zum Beispiel hier Turtle Short 3. Das heißt, man sieht, dass dieses Turtle Short Signal schon vor 3 Perioden existiert hat. Auf 5 Minuten würde man sich hier das Turtle Short eingeben. Und zwar, das ist genau diese, eine dieser beiden Kerzen hier, die einen Ausbruch machen aus dem letzten Low. Das heißt, hier sieht man, dass diese Kerzen hier angezeigt werden, wie weit zurücklegend dieses Signal ist. Das heißt, das kann man sich alles einstellen. Ich kann mir hier über den Scanner immer wieder anschauen, was ist im Moment gerade interessant, was kann gehandelt werden. Klicke mich hier durch, sehe, was ist veraltet, was ist neu und kann mir hier genau diese Signale anschauen lassen. Natürlich, was man hier auch machen kann, ist zum Beispiel, ich kann mir auch diese ganzen Indikatoren, ich kann das hier erweitern und ich lege mir jetzt zum Beispiel das Turtle Long und das Turtle Short hier mit rein. Gehe nochmal auf den Action Bar drauf, nochmal Indikatoren bearbeiten, wähle mir bei den Conditions die Turtle aus, Doppelklick, das hier ist ein Long-Signal, das vergebe ich mit einer grünen Farbe, das ist ein Short-Signal, das mache ich mit einer roten Farbe. Wieder okay. Bestätige hier. Damit habe ich jetzt grün und rot drinnen. Und wenn ich jetzt auf ein Turtle-Signal gehe, wie hierher, und hier dann mir das anschaue, dann sehe ich genau, wo dieses Turtle-Signal dann entstanden ist im Endeffekt, damit ich dieses Signal bekommen habe. Also das ist genau der Vorteil, dass ich, wenn ich es hier auch sehe, kann ich es mir hier nochmal anschauen und kann sagen, macht es jetzt noch Sinn, dass ich handle oder nicht mehr und könnte hier drauf dann einsteigen. So, jetzt kommen wir aber zum wirklichen Vorteil des und das ist genau die Sache jetzt mit dem mit der Andromeda-Version Setup Escort, wie verwandle ich ein Signal in eine Strategie? Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwo unser Signal haben. Jetzt ist es gerade nirgends ersichtlich. Wo ist der Fork Handle Hammer? Okay, hier hätten wir eines gehabt, ein Fork Handle Hammer System Signal. Hätte nicht funktioniert, man wäre auch nicht wirklich reingekommen. Schauen wir hier mal drauf, okay. Gut, so. Jetzt wir haben hier dieses Signal gehabt und ich möchte es jetzt handeln. Und das ist eigentlich der Riesenvorteil auch im Agena Trader drinnen, genau diese Signale, die können Sie direkt heraus aus dem Scanner handeln. Das heißt, Sie klicken hier drauf und Sie bekommen, wie Sie sehen, genau hier ein Setup bereits angezeigt, das Risiko und Money gemanagt ist. Das heißt, Sie bekommen hier eine Ordergröße angezeigt, Sie bekommen hier den Stopp reingelegt und Sie bekommen hier ein Target angezeigt. Ist natürlich jetzt ein bisschen eng, das Ganze. Kommt und jetzt kommt es natürlich darauf an, was ist jetzt hier das Regelwerk, wieso sich dieses Setup so an so zeigt, wie es jetzt ist. Aber grundsätzlich auf das soll es hinausgehen, damit dass man ein Setup bekommt, dass ich ein Signal bekomme, hier nicht lange im Chart herumtanzen muss, wie ich das jetzt handeln möchte und hier Orders eingeben, sondern ich möchte im 5-Minuten-Chart ein Signal dann handeln, wenn es auftaucht und
keine Fehler machen in der Stopp, in der Target-Eingabe mit der Ordergröße und so weiter. Ich möchte das automatisch auch meiner Kontogröße angepasst haben und so weiter. Das heißt, das sind hier Dinge, die man genau, wenn man ein Signal hat, dann natürlich auch irgendwie umsetzen möchte. Und genau dazu haben wir jetzt zum Beispiel hier ein Long-Signal bekommen, klicke hier drauf und bekomme hier automatisch ein Setup eingestellt, wo ich einen Stop habe, wo ich ein Target habe, wo ich eine Einstiegsorder habe, wo ich auch eine Größe habe dafür, wo ich genau weiß, was riskiere ich und was kann ich im Endeffekt rausholen, wenn der Markt hier wirklich raufgeht. Und wenn das für mich okay ist, dass das Signal auch visuell übereinstimmt, klicke ich hier drauf, damit ist die Order im Markt und wartet, abgeholt zu werden. Und sobald die Order abgeholt worden ist, wird automatisch der Stop aktiviert und das Target aktiviert. Vorsicht, ein China-Trader muss dafür laufen. Das heißt, diese weißen Orders sind nicht beim Broker, die liegen lokal am China-Trader. Und dafür, wenn jetzt diese Order hier gefüllt wird, die Einstiegsorder, dann wird es zu einer Position und es werden automatisch das Stop und das Target hinterhergeschickt. Aber nicht nur als Order, sondern als Strategie. Man sieht hier, man hat hier eine Auswahl von unterschiedlichen Stops, die man natürlich einstellen kann. Aber grundsätzlich war als Stop hier für Turtle Long der Dongjian Candle als Stop eingestellt. Und dahin kommen wir jetzt. Wie schaffen wir das, dass wir aus unserem Signal, welches auch immer, hier ein Setup machen, eine komplette Strategie, dass das so in den Chart gelegt wird, wie es hier jetzt auftaucht. Das heißt, dass das System hier erkennt, ich kann hier in dem Wert 180 Aktien handeln, aufgrund meiner Kontogröße, aufgrund meines Risikogebarens. Dafür müssen wir mal ein Signal bauen. Und dieses Signal baut man über den Setup Escort. Also das Signal, dieses Setup baut man über den Setup Escort. So. Wir kommen hier am Setup Escort. Ich gehe hier auf die Standard Session. Hier kann man viele verschiedene Sessions haben. Dazu komme ich ein anderes Mal. Aber was man hier drinnen sieht, ist die verschiedenen Möglichkeiten oder die verschiedenen Signale, die man an Bord hat. Die ganzen Conditions, die programmiert worden sind, was einerseits aus dem Condition Escort kommt, was andererseits auch vielleicht manuell programmiert worden ist über die Arginascript-Schnittstelle als Condition, die sind mal hier in dieser Entry Escort-Liste drinnen. Möchte ich jetzt ein neues Signal dazu haben. Und zwar alle Signale, die Sie hier sehen oder alle Conditions, die Sie hier sehen, werden auch im Scanner erkannt und werden dort auch gescannt. Das heißt, wenn wir sehen hier Four Candle Hammer, wir sehen hier, dass hier Four Candle Hammer als Signal auftaucht. Wir haben MACD Cross Over Long, MACD Cross Over Short. Wir sehen die hier. Würden wir die jetzt hier wegnehmen, sagen wir übernehmen, und machen ein Reload, so, jetzt lädt sich der Scanner neu. Ab diesem Zeitpunkt wird man diese beiden Signale nicht mehr sehen, weil sie nicht mehr im Setup Escort gelistet sind als Signale, die auch gescannt werden sollen. Das ist natürlich, ich probiere etwas, ich spiele mich herum, ich probiere das eine oder andere Signal aus und ich sehe, das funktioniert nicht, das ist natürlich nicht getestet, dann möchte ich es natürlich auch nicht scannen. Oder dieses Signal passt ganz einfach nicht für Aktien, sondern ist ein Future-Signal. Dafür kommen wir dann später irgendwann mal noch in einer anderen Session dann auf diese Analyzer-Sessions zu sprechen, wie die zu verstehen sind. Aber grundsätzlich geht man mal davon aus, dass wir hier in der Standard-Session die Signale drinnen scannen, wo man sagt, die möchte ich auch im Scanner sehen. Und macht ja keinen Sinn, hier alles reinzuknallen, weil dann bekomme ich so viele Signale, die ich nicht mehr tracken kann. Daher Auswahl meiner Signale, die wirklich funktionieren.
Okay, also das mal zu dem, wie komme ich zu einem Signal im Scanner, und die werden natürlich dann hier angezeigt in den 5 Minuten, auf 15 Minuten, auf einer Stunde. Ich kann hier im Scanner dann natürlich auch noch eine andere Zeit hinzufügen. Die sind mal standardmäßig. Ja, okay. Die sind mal standardmäßig hier vorgeschlagen. Sie haben jetzt gesehen, okay, zu dem komme ich dann auch später noch, was das genau bedeutet. Man kann hier auch Spalten bearbeiten, und ich möchte zum Beispiel auch die 30 Minuten jetzt drinnen haben. Dann mache ich hier einen Doppelklick drauf. Das heißt, ich gehe nochmal, das zu zeigen, rechte Maustaste, Spalten bearbeiten. Komm hier dann, habe hier drinnen den Eintrag Analyzer Escort. Das heißt, hier kann ich grundsätzlich Indikatoren und alles Mögliche in den Scanner mit reinnehmen. Informationen wie das Symbol, Zeit und. Aber heute wollen wir uns ja um die Signale kümmern. Das heißt, hier Analyzer, Doppelklick, wird mir defaultmäßig die Minute vorgeschlagen. Wir möchten aber gerne die 30 Minuten sehen. Deshalb wähle ich hier aus 30 Minuten. Bestätige. Und man sieht, dass jetzt hier die 30 Minuten Spalte auftaucht und ich jetzt schon wieder Signale bekomme, die auf der 30 Minuten Zeiteinheit stattfinden. Dauert immer ein bisschen, muss nachgeladen werden, müssen analysiert werden, wo ist ein Signal, wo ist kein Signal. Wird auch jetzt für die ganzen Nestec 100 aufbereitet. Ja, das heißt, jetzt möchten Sie vielleicht noch das Signal dort haben, wo es auch reinpasst. Wir haben 5 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde. Macht natürlich Sinn, das Signal hier reinzugeben zwischen den Stunde und den 15 Minuten. Na? So, okay. Jetzt haben wir es drinnen. Jetzt bestätigen wieder. Jetzt wird das Ganze umsortiert. Haben wir es auch hier richtig drinnen. Sie können natürlich auch hier drinnen die Spalten auch via Drag and Drop umsortieren. Aber jetzt haben wir 5 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde. Und der Analyzer, der Scanner baut sich neu aus und man sieht hier die unterschiedlichen Signale, die stattgefunden haben. Zu den Fragen komme ich dann später. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die ruhig, die werde ich dann am Ende beantworten. So. Gut, okay. Ja, das heißt, hier haben wir mal jetzt einen Scanner und das kann natürlich auf alle Scanner gemacht werden. Das heißt, wir können genau dasselbe auch da machen über auf den DAX 30, auf den S&P, auf die Futures, auf die Forex-Werte und so weiter. Funktioniert alles gleich. Im Moment sieht man, wir haben 182 Werte geladen. Wenn Sie den dementsprechenden Rechner haben, der ein großes RAM hat mit guten CPU-Leistung, können Sie hier 500 Instrumente laden und mehr. Wir haben User, die haben über 1000, die haben 1500 Symbole, die dann in Realtime gescannt werden können, wo Sie dann die ganzen Signale dann sich anschauen können. Muss natürlich auch irgendwie auswertbar sein, natürlich aufgrund der Signale, wenn man so viele Symbole geladen hat. Aber der Agenda-Trader schafft es grundsätzlich, hier in Realtime wirklich on-tick sich wann immer die 5 Minuten Kerze gebrochen wird, alle Signale im Moment auszugeben. Und Sie sehen immer die Signale, die Sie haben, die Sie bekommen. Und können natürlich hier die auch handeln. Wir haben hier wieder ein Four-Candle-Hammer-Signal. Und wenn Sie jetzt sagen, das möchte ich jetzt handeln, Doppelklick, und wir sehen hier, wir haben hier den eingegeben. Ja, dazu komme ich dann später noch. Sie bekommen hier immer 500 vorgeschlagen, jetzt sind es nur 400. Das zeige ich Ihnen noch, wo das dann eingestellt wird, dass Sie hier wirklich ein risikooptimales Handeln auch haben, wo Sie dann zu wirklich auch die Ordergröße auch richtig angezeigt bekommen in Bezug zu einem Risiko, dass Sie eingehen möchten. Okay, das heißt, das möchten wir uns jetzt nochmal anschauen. Wie kommen wir dazu? Wir gehen Setup Escort.
Standard. Und wir haben hier auf der Konfigurationslasche die unterschiedlichen Signale, die mit Strategien bereits versehen sind. Das heißt, sie haben einen Initialstop, einen Hardtrail-Stop, einen Softtrail-Stop und ein Target. Für Four Candle Hammer schaut es so aus. Das heißt, wir haben hier einen Bar-by-Bar-Stop, einen Pivot-Fast als Hardtrailing-Stop. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Stops und was die genau ein. Kleinen Moment, da muss ich jemanden noch etwas zurückschreiben. Okay, Moment. Ich habe nämlich versehentlich einen Termin bestätigt. Okay, gut, alles klar. Ja, sorry for that. Okay, gut, das heißt, hier hat man die Möglichkeit, und zwar aufgrund der aktiven Signale hier drinnen, ein Setup sich zu bauen, und zwar eine komplette Strategie mit einigen wenigen Mausklicks, eine komplette Strategie zu bauen. Das heißt, Sie müssen nicht mehr programmieren, Sie müssen hier nicht mehr herumexperimentieren, wie ein Stop jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, sondern Sie können davon ausgehen. Wir bieten hier eine große Anzahl von unterschiedlichen Stops bereits an. Die ATR-Stops, Bar-by-Bar-Stops, Bollinger-Band-Stops und so weiter. Das heißt, die sind millionenfach ausgetestet. Wir werden natürlich von vielen Leuten benutzt, immer wieder benutzt. Das heißt, wenn man weiß, wie die funktionieren, kann man sich die ganz einfach dazuklicken und mehr oder weniger eine Strategie laufen lassen, wie einen Parabolic-Stop oder wie einen Super-Trend-Stop und so weiter, die ja sehr hilfreiche Stops sind. Und Sie brauchen die eigentlich nicht programmieren, sondern müssen sie einfach nur auswählen. Wir haben hier auch unterschiedliche Target-Einstellungen, die Sie auch mit auswählen können. Und wir gehen jetzt mal auf die Turtle, die haben wir bereits drinnen, nehmen wir irgendein Signal, ein Reversal, ein Naked Stochastic Long und ein Naked Stochastic Short Signal zum Beispiel, was immer die jetzt machen. Sobald man jetzt hier auf die Konfiguration geht, sehen wir diese beiden Signale hier drinnen. Daraus können Sie jetzt wählen, was ist das beste, der beste Stop, der beste Hardtrail Stop, der beste Softtrail Stop, die beste Target Methode. Hier können Sie auswählen unter diesen Stops, die bereits vorhanden sind. Und wenn Sie sagen, Sie möchten als Initialstop einen Parabolik haben, das heißt, es wird dort der Initialstop gesetzt, der Stop, der hier ausgerechnet wird, dann geben Sie hier einen Initialstop, ein Parabolikstop. Das heißt, wenn hier der Parabolikindikator läuft, zeige ich Ihnen dann gleich, wenn wir gleich eingehen, geben wir den Parabolik ein. Und Sie würden hier zum Beispiel ein Einstiegssignal bekommen vom Four Candle Hammer, was wir auch haben. Sehen Sie, dass dieser Stopp hier, gut, jetzt am Pivot Fast, aber der würde hier genau am Parabolik dann initial gesetzt werden. Passt zufälligerweise gerade zusammen. Ja, das heißt, Sie haben einen Initialstopp und jetzt können Sie auch eingeben, wie soll der Stopp hinterher trailen. Das heißt, wir haben ja hier den Pivot Fast mal eingegeben. Hier können Sie natürlich aber auch auswählen, welcher Stop laufen soll. Hinterher können das hier individuell auswählen. Aber um das Setup aufzusetzen, um die Vorlage aufzusetzen, wie das immer ausschauen soll, können Sie hier zum Beispiel eingeben, ich möchte aber auch, wenn ich schon als Initialstop den Parabolik habe, möchte ich gerne auch den Hardtrail-Stop auch als Parabolik haben. Softtrail-Stop, dazu gehe ich dann mal in einer weiteren Session ein, die wir noch halten werden über Setups.
wo ich Ihnen den Soft-Trail-Stop genau erkläre, nur um ganz kurz anzuteasern, das ist ein virtueller Stop, der nicht die Order führt, sondern der beim sobald es beim vom Markt gebrochen wird, dann der Schlusskurs eine Reaktion zeigt. Dieser Soft-Trail-Stop ist sehr hilfreich, dass man endlich relativ enge Stops-Methoden fahren kann, aber nicht permanent ausgestoppt wird. Das ist eine sehr hilfreiches Feature, wenn man ihn richtig einsetzt. Und hier kann man natürlich auch auswählen, dann, wie man ihn gerne setzen möchte, Outside Bar Stop. Und hier kann ich zum Beispiel dann auch eingeben, wie viele das die Risikoberechnung, wo möchte ich gerne meine wie viele Target Orders möchte ich haben zum Auskalieren aus der Position. Das heißt, hier, wenn ich hier Multiple Risk 2 Levels einstelle, werden mir zu diesem Setup, zu dieser Strategie 2 Limit Orders dann vorgeschlagen, die ich natürlich dann später noch verändern kann. Das heißt, ich wähle das hier mal aus, dass Sie das auch sehen. Und mit diesen paar Mausklicks haben wir für unser Naked Stochastic Long Signal bereits eine komplette Strategie programmiert. Es gibt hier noch die Parameter, auf die gehe ich dann auch ein das nächste Mal, wenn wir uns das im Detail anschauen, was man hier dann alles noch einsetzen kann. Heute sehen Sie mal nur die Default-Ausprägung, die Standard-Ausprägung. Das Gleiche kann ich natürlich auch machen für das Naked Stochastic Short. Das heißt, ich gehe jetzt hierher, ich wähle hier wieder aus, ich möchte gerne eine Parabolik als Initialstop. Das heißt, wenn ich ein Short-Signal irgendwo habe, dann wird oben der Parabolik-Indikator gesucht. Sobald es einen gibt, wird der Initialstop hier oben am Parabolik platziert. Ähnlich wie es hier beim Long-Signal ist. Das heißt, es wird der Indikator wird gesucht und wird genau dort platziert. Ich möchte meinen Hard-Trail-Stop als auch den Parabolik dann verwenden und möchte als Soft-Trail-Stop wieder den Outside-Bar verwenden. Zum Beispiel. Und ich möchte auch über 2 Targets hinaus skalieren. So. Okay, damit haben wir das grundsätzlich mal eingestellt. Lassen wir uns nochmal den Scanner hier laufen oder neu laden. Und dann werden wir wahrscheinlich schon die ersten Naked, Long und Short Stochastic Signale hoffentlich sehen, damit ich Ihnen das auch zeigen kann. Braucht ihr ein bisschen zum Laden. Na, kommt eines, kommt keines. Das Naked Stochastic ist relativ selten, wie es ausschaut. Kommt keins. Können wir uns auch auf einem anderen anschauen, dann schauen wir uns, wie das Dirtle Short Signal oder irgendein anderes vor Kendall Hammer, wie das hier programmiert worden ist, können wir uns genauso anschauen auch. Wir schauen uns jetzt das vor Kendall Hammer Signal an. Das ist ja eigentlich unseres, was wir heute näher unter dem Visier nehmen wollen, Strategien, Setup Escort, Standard, so. Und wenn man sich das hier anschaut, dann haben wir als Initialstop einen Bar-by-Bar-Stop, als Hard-Trail-Stop einen Pivot-Fast, als Soft-Trail-Stop einen 20-Trail und ein Multiple-Risk ein Level. Machen wir jetzt 2 Levels drauf und machen wir als Initialstop, ja, lassen wir das Bar-by-Bar, das funktioniert schon. So, jetzt warten, schauen wir, ob wir hier haben wir ein Signal. Jetzt möchte ich dieses Signal gerne handeln. Wir klicken drauf und man sieht jetzt, dass wir automatisch hier bereits eine Ordersanzahl reinbekommen haben.
Dieses Konto ist natürlich jetzt relativ groß. Das ist ein Demokonto und da ist, glaube ich, 1 Million drauf. Da müssen wir dann, da spielen wir uns noch herum mit den Risikoeinstellungen. Das ist natürlich unrealistisch, hier 3.100 Aktien zu handeln auf 5 Minuten. Aber nur, dass Sie es mal sehen und verstehen. Aber nichtsdestotrotz würden wir diese 3.100 Aktien handeln, hätten wir hier ein Risiko innerhalb dieser Distanz von 259,78 Euro. Und wir könnten hier, wenn hier 1.500, und zwar, das ist genau jetzt, wieso, dass wir zwei, das war, schauen wir uns auch an hier, über das Trading Pad sieht man auch jetzt, wie dieses genau aufgebaut worden ist. Das heißt, wir haben hier einen Einstieg von Four Candle Hammer. Das war das Signal, das wir bekommen haben. Wir haben einen Initialstop, das ist der Bar bei Bar. Das heißt, er hat sich hier das letzte Tief geholt. Der Trailing Stop, der Hard Trailing Stop ist das Pivot Fast. Das heißt, hier über den Initialstop wird mal geschaut, wo ist das Kriterium und es wird die Stop-Order dort hingelegt. Und dann aber wird aber nicht der Initialstop hier angezeigt, sondern es wird der Hard Trail Stop angezeigt, nachdem diese Order hinterher trailt. Und wir sehen hier das Soft Trail, zu dem komme ich dann später noch, aber was hier, oder also beim nächsten Mal noch, und was man hier aber auch sieht, wir haben ein Multiple Risk 2 Levels. Ich könnte aber auch hier sagen, ich möchte auf 3 Levels ausskalieren. Dann sehe ich hier, Moment mal, okay, jetzt kommt die dritte Order herein. Dann sehe ich jetzt hier drinnen, wir haben jetzt 3 Orders. Das heißt, beim ersten werden 1.100, wir haben insgesamt 3.100 Aktien, die gehandelt werden sollen. Beim ersten werden 1.100 rausgenommen, beim zweiten werden 1.000 rausgenommen, beim dritten Target werden 1.000 rausgenommen. Das heißt, ich muss mich um das Ganze nicht mehr kümmern. Das ist Setup, Escort und Risiko Money Management im Agina Trader drin. Und ich sehe immer ganz genau, was kann ich erreichen, wenn der Markt hier aufkommt. Wir klicken jetzt mal drauf. Jetzt wird mir die Order natürlich ausgeführt. Der Markt ist schon davon gelaufen natürlich. Aber Sie haben gesehen, wir haben jetzt die Order bestätigt und es würden hier automatisch der Stop beziehungsweise die Targets dann nicht gefüllt, sondern an den Broker geschickt. Wir hatten zuvor weiße Orders, die liegen lokal. Sobald sie eine Farbe haben, rot heißt natürlich Verkaufsorder. Das heißt, wenn der Markt hier raufkommt, werden die ersten 1.000 Stück verkauft, wenn er weiter raufgeht, wenn die nächsten 1.100 Stück verkauft, hier werden 1.000 verkauft, hier werden 1.000 verkauft. Ich kann natürlich jederzeit auch die Orders hier bewegen und kann es mir dann auch ausjustieren, so wie ich es brauche. Also nur das hier mal. Zur Veranschaulichung, wie das hier funktionieren soll. Oder kann, funktionieren kann mit den Setups. Alles hier einstellbar, über Default-Einstellungen, über den Strategie- oder den Setup-Escort. Kann man hier grundsätzlich mal sagen, das Setup ausschauen soll. Das heißt, wir haben einen Initial Stop, Bar by Bar Stop. Das heißt, er ist berechnet worden, hierher gesetzt zu werden. Wir haben einen Pivot Fast, das ist der Trailing Stop, der nach einem bestimmten Regelwerk funktioniert und zwar sich immer an die lokalen Tiefs dann setzt. Ähnlich wie fast wie ein Punkt 3 Stop, aber doch nicht ganz wie ein Punkt 3 Stop. Der reagiert schon früher. Der sich dann hierher setzt. Wir haben hier dann einen Software und wir haben ein Multiple Risk 2 Levels, haben wir gesehen, das ist reingesetzt worden, defaultmäßig und wir haben hier dann mehr oder weniger das Setup speziell auf den jeweiligen Trade angesetzt, dass man sagen, ich möchte jetzt aber nicht nur die zwei Multiple Risk, die zwei Target Orders haben, sondern ich möchte in diesem Fall 3 haben. Das heißt, alles anpassbar, alles konfigurierbar nach eigenen Wünschen. Hier im Setup Escort legt man sich Templates an, Vorlagen an,
die dann auch reingelegt werden in den Markt, die dann später aber auch jederzeit verändert werden können. So, okay. Das zu dem. Wie gesagt, hier wird es dann in den nächsten Webinaren noch das eine oder andere Verfeinerungs-Workshop geben, wo man dann wirklich auf bestimmte Details eingeht, beziehungsweise auch, wie ich kurz gezeigt habe, schon jetzt sind wir heute mal sehr grob drüber, dass ihr einfach mal sehen, was kann man aus Signalen machen, die man bis jetzt programmiert hat. Wir sind hier bis hierher gekommen, um das einzustellen. Hier gibt es dann auch die Parameter, wo es dann noch einiges an Möglichkeiten gibt, die dann wirklich im Detail einzustellen. Das wird eine Sache sein, beziehungsweise wo wir uns dann auch dann um die Sessions kümmern werden, die hier im Moment, wo man nur die Standard-Sessions sieht, aber wo man natürlich sehr viele Sessions sich bauen können, und ich zeige Ihnen dann auch, wie die eingesetzt werden können. Okay, gut. So, das mal, wie baut man ein Setup? Und jetzt gehen wir Backtest. Ich nehme mal an, ich komme heute nicht mehr ganz durch mit dem Backtest. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde hier verbracht. Mit dem, ich zeige es Ihnen nochmal, ich gieße es nur mal kurz an, was man über den Backtest machen kann, und ich verspreche Ihnen dann, dass ich beim nächsten Webinar dann das mit dem Backtest noch einmal im Detail dann mit Ihnen durchgehe. Wie kommt man zum Backtest? Der Backtest wird hier aufgerufen, und zwar über neue haben Sie Ihr Backtest drinnen. Wenn Sie dann drücken, geht eine Lasche auf, wie hier die Backtest-Lasche, und Sie können sich hier Ihre Signale zurückverfolgen und können sich anschauen, wann die auftreten, beziehungsweise wie sie gehandelt worden sind. Der Backtest ist bei uns so aufgebaut, dass man einerseits hier auswählen kann, was möchte ich gerne backtesten. Wir haben jetzt hier Agenda Trader Plus Plus ausgewählt, weil Sie sehen hier auch ein MACD Sample. Dieses MACD Sample Programm, das ist eine Agenda Script Strategie, wo alles voll in der Strategie ausprogrammiert worden ist oder wo man alles in der Strategie ausprogrammiert wird, und man nicht das nicht über ein Setup Escort, Condition Escort macht, sondern alles über unsere Agenda Script Schnittstelle. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Agenda Trader Plus Plus Backtesting, und wenn man den hier auswählt, dann bekommt man hier unter diesen Einstellungen die Auswahlmöglichkeit, welches Signal möchte ich gerne testen. Zum Beispiel unser Four Candle Hammer Signal. Dann wird Ihnen aber auch gleich schon automatisch das Setup, das hier eingestellt worden ist, im Setup Escort auch vorgeschlagen. Das heißt, schauen wir es uns nochmal an. Konfiguration. Und dann sieht man genau dieselbe Ausprägung, die wir hier haben. Wir haben ein Bar by Bar. Wir haben ein Pivot Fast. Wir haben ein 20 Trade. Wir haben ein Multiple Risk Two Levels. Und genau das ist ausgewählt worden, hier schon mal voreingestellt worden. Das heißt, Sie müssen hier nicht mehr herumspielen, sondern das, was Sie sich eingestellt haben, finden Sie auch hier wieder. Würde man hier natürlich etwas umstellen, würde das bei der nächsten Auswahl sich hier auch wiederfinden. Backtesten macht natürlich Sinn, wenn man sagt, ich habe nicht ein Signal und ich schaue mir das jetzt an, ob das funktioniert oder nicht, sondern man sollte dieses Signal auch hier sich damit spielen können, um schlussendlich dann auch das beste Setup zu haben. Das heißt, ich habe jetzt hier drinnen auch die Möglichkeit, dann aber auch auszuwählen, welchen Stop möchte ich, vielleicht einen anderen Stop ausprobieren, möchte ich einen anderen Initialstop haben, möchte ich vielleicht einen anderen Trailing Stop ausprobieren, nicht den Pivot Fast, sondern vielleicht einen Parabolic SAR und so weiter. Das heißt, ich kann mich hier herumspielen
und kann mir das dann mehr oder weniger dann so lange durchtesten, bis ich wirklich sehe, okay, jetzt habe ich die optimale Zusammenstellung von Bar by Bar, von Initialstop, Hardtrail-Stop, Softtrail-Stop und auch Targets hingestellt. Das heißt, das kann man sich hier auswählen, dass ich auch sage, ich möchte zum Beispiel ein Setup nur ausprobieren, grundsätzlich ohne Targets, ohne Scale-Out, dann wähle ich hier No Targets. Das kann man natürlich hier auch im Strategie-S, im Setup-Escort einstellen, dass man, klickt man hier nochmal drauf, schaut man sich das nochmal an, hier könnte ich natürlich auch sagen, eigentlich, ich möchte nur die Stocks für mich arbeiten lassen, ich brauche keine Targets, dann hat man hier die Möglichkeit, auch das auch gleich von vornherein auszuwählen und dann ziehen natürlich nur mehr die Stocks, die hinterherlaufen und kein Target. Kommt immer darauf an, was man erreichen möchte und das ist kann sich jeder für sich selbst einstellen, was ist die beste Möglichkeit. Gut, okay, das heißt, hier kann man sich das Ganze einstellen. Ich kann mir hier auch zurück einstellen, was ist die maximale Anzahl der Bars, die backgetestet werden soll. Worauf soll das Backtesting eingegeben? Die Input-Serie ist meistens eigentlich die Close-Serie. Ich kann mir auch aufgrund des Highs und der Low-Serie hier das beste Backtesting aufbauen. Das ist jetzt genau das, worauf ich das nächste Mal zu sprechen komme. Das heißt, welche Session? Vergessen Sie das mal. Das ist im Moment relativ komplex, wäre das zu erklären. Wir haben, was interessant ist, ist das hier, diese Einstellungen. Und zwar, es gibt unterschiedliche Backtesting-Szenarien, die wir haben. Es gibt die Standard und es gibt die Advanced. Die Standard, das ist so das Backtesting, das man meistens sonst wo auch findet, wo die Berechnung, die Signalgebung auf dem Schlusskurs berechnet wird. Das ist halt nicht unbedingt sehr aussagekräftig, weil ja sehr oft ein Orderfill nicht am Schlusskurs entsteht, sondern ja meistens irgendwo zwischendrin, wo eine Order irgendwo platziert wird, irgendwo liegt ein Signal, irgendwo auftritt und das dann während innerhalb der Periode schon ausgeführt wird. Market Orders, wie auch immer, wie man sich das Ganze dann einstellt. Was hier passiert ist, oder was wir hier eingestellt haben, und zwar haben wir das vor langer Zeit schon mit der Uni Aachen eigentlich ausgearbeitet. Die haben hier eine Abhandlung geschrieben, wie eigentlich Backtesting von der Order-Ausführung passieren soll. Und hier gibt es eben diesen Advanced Mode, den man auch sieht, der mit der Uni Aachen hier erarbeitet worden ist. Das hat aber auch eine zusätzliche Einstellung, die es hier noch gibt. Sie sehen, da kommt oben, wenn man das Advanced auswählt, kommt hier die Einstellung der Order, wie sie dann ausgeführt werden soll. Das Regelwerk, auf das kann ich jetzt im Moment nicht im Detail eingehen, weil es relativ komplex. Dafür gibt es ein Dokument, das ich hochstellen werde auch in den auf Traders Yard, dass sie sehen, wie diese Berechnung dieses Advanced Modes genau funktioniert. Aber der ist eigentlich viel genauer in der Berechnung der Backtesting-Ergebnisse. Das andere, wenn sie mal auf Schlusskurs berechnet wird, ist das natürlich wird's ungenau irgendwann mal. Sie können hier die Einstellung machen, wie groß ist das Konto. Das heißt, wir haben hier eine Kontogröße zum Backtesten von 10.000 Euro. Sie können hier Provisionseinstellungen machen, wo wir mir gesagt haben, man hat hier grundsätzlich eine Minimalbetrag von Gebühren von einem Dollar, einem Euro. Man gibt hier Slippages ein. Man kann hier dann noch eingeben, wie soll der Währungsmod funktionieren, wie soll berechnet werden. Ist natürlich beim Backtesting von dass man sagen kann, ich kann mir sagen, ich möchte mir ausrechnen, der Mehrungsmodus ist aufs Konto
gelegt. Das heißt, ich möchte gerne das Backtesting auf mein Konto haben oder auf das einzelne Instrument. Das heißt, wenn das Instrument auf Yen gerechnet wird, dann werden die ganzen Berechnungen auch dann gerade auf Forex dann auch auf das jeweilige Instrument bezogen und so weiter. Also hier hat man auch diese Möglichkeiten. Die genauen Beschreibungen der des Backtestings schicke ich mal kurz in den Chat hinein. Das können Sie sich dann wirklich im Detail alles anschauen, Das sehen Sie hier in unserer Wiki und hier können Sie dann die einzelnen Einstellungen, die hier zu machen sind, in aller Ruhe nachlesen. Gehe ich aber dann auch noch mal beim nächsten Mal genauer drauf ein, um Ihnen das zu zeigen. Heute läuft uns ein bisschen die Zeit schon davon. Okay, gut. Das heißt, hat man mal grundsätzlich eingestellt, wir wollen Agena Plus, wir möchten gerne auf 5 Minuten oder auf 30 Minuten backtesten, auf einer Stunde backtesten. Das heißt, hier habe ich diese Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann hier mir auswählen, welche Instrumentliste ich laden möchte. Das ist bei uns ja auch so aufgebaut, wie die Scanner aufgebaut sind, dass man immer eine komplette Liste auswählen kann. Und hier natürlich auch, wenn ich eine Liste ausgewählt habe, natürlich auch einen kompletten Backtest über zum Beispiel den DAX 30 machen kann. Sehe dann hier mitlaufen, aber jetzt sind wir mal bei den Einstellungen. Was ich hier habe, das sind die Charts mehr oder weniger, das sind die Profit-Loss-Kurven, die hier angezeigt werden können. Und dazu kann man auswählen, einerseits, woher möchte ich den Backtest machen. Hier gibt es einerseits den Datenfeed, dann wird auch der angeschlossene Datenfeed, zum Beispiel in dem Fall als Teletrader, dafür verwendet, um das Backtesting zu machen. Ist halt immer die Sache, dass man bei Datenfeeds Backtesting, natürlich wenn ich auf 5 Minuten backtesten möchte, bin ich natürlich auf das eingeschränkt, was der Datenfeed hier so liefert, wie weit er zurückreicht. Und da ist halt irgendwann mal Ende mit den Daten. Das heißt, ich kann hier natürlich nicht unendlich weit auf 5 Minuten zurücktesten. Wir sind hier, glaube ich, irgendwo zurück bis in den Februar hinein. Haben wir hier Kerzen geladen, die wir testen können. Hier kann man natürlich einstellen, wenn ich Daten zurückliegend habe, bis zum St. Nimmerleinstag, bis irgendwann Anfang November 2019, kann ich das hier einstellen und dann wird natürlich das so weit zurück weggetestet, wie ich das hier eingestellt habe, sofern es der Datenfeed liefert. Ich kann natürlich auch mit bestimmten Files, das heißt, wo ich Daten drinnen habe, wenn ich mir die Daten irgendwo runterlade, ist auch wiederum beschrieben bei uns im Backtesting in der Wiki, wie diese Files ausschauen können, sollen, damit man die backtesten kann. Und dann, das sind hier dann, wenn man wirklich Dickdaten hat, kann man sich auch die Dickdaten hier auswählen. Wie gesagt, hier zurückliegend, wie weit möchte ich zurücktesten? Wir gehen mal am 1. Februar zurück, 2020. Bis heute hätten wir gerne den gesamten DAX durchgetestet oder nur einzelne Werte. Man bekommt hier dann, wir können es mal schnell starten. Das heißt, wir haben hier eingestellt, ich hätte gerne den Four Candle Hammer mit Bar by Bar Stop, mit Pivot Fast und 20 Trade und ich hätte gerne keinen Target oder ich möchte mir zum Beispiel ein Multiple Risk, ein Target einstellen. Dann mache ich das. Gehe hier auf Start und kann mir das dann auswählen, ob ich es nur auf das ausgewählte Instrument testen lassen möchte oder ob ich das auf die komplette Instrumentliste testen lassen möchte. Machen wir mal das, gehen wir mal kurz durch, dann sehen Sie auch, wie schnell das eigentlich im Endeffekt doch geht, über eine komplette Liste das hier drüber zu testen. Wir wählen hier aus Start auf gesamte Instrumentliste laufen lassen. Ah, okay. Nicht mal. So.
Einen Moment. So, braucht ein bisschen, bis hier wirklich alles durch ist. Natürlich, wir haben hier auf 5 Minuten einige Monate zurückliegend und hier werden dann die unterschiedlichen Wertesignale mehr oder weniger ausgewertet und dann auch als Profit-Loss-Kurve dann gezeigt. Das heißt, man muss hier nicht eine ganze Nacht warten, um Ergebnisse zu bekommen, sondern man hat sie eigentlich doch relativ schnell und kann das natürlich über jede Instrumentliste. Wenn ich eine Favoritenliste habe, wo ich sage, das sind genau meine Werte drinnen, die ich immer wieder handle, kann man sich natürlich das auch hier über die Instrumentenliste laden. Und ja, im Endeffekt haben wir jetzt auf dieses Four Candle Hammer Signal, das wir hier eingestellt haben, wo wir jetzt ein Multiple Risk One Level Target, genau mit dieser Einstellung, bekommen wir über den kompletten DAX dieses Ergebnis hier angezeigt. Das heißt, man sieht hier die Profit-Loss-Kurve, wie das hier mehr oder weniger sich ausgewirkt hat. Und man hat jetzt folgende Möglichkeiten. Ich kann mir hier anzeigen lassen, wenn ich auf alle gehe, dann werden mir ganz einfach alle Trades angezeigt, hier in der Equity-Kurve, die von Anfang bis zum Schluss durchgeführt worden sind. Ich kann auch sagen, ich möchte mir jetzt zum Beispiel, also dazu komme ich später zum Chart, ich kann mir hier anzeigen lassen, möchte ich das nur für einen einzelnen Wert sehen oder möchte ich das für das komplette Konto sehen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch durchklicken, wenn ich mir die verschiedenen Werte anschauen möchte, klicke ich hier durch und sehe, wie es mit den einzelnen Werten ausgegangen ist. Welcher Wert war positiv, welcher Wert war negativ, rein von der Equity-Kurve her. Ich kann mir, wenn ich das heißt hier Konto, heißt immer alle Werte, die in der Instrumentliste ausgewertet worden sind. Was ich aber noch machen kann, ist das, dass ich hier sage, alle. Das ist, schaut zwar ein bisschen wüst aus im Moment, aber ich sehe hier grafisch sofort, welche Werte positiv performen, beziehungsweise welche Werte negativ performen oder einfach in die Seite gehen. Das heißt, das kann ich mir hier relativ gut auch rauslesen, dass ich mir genau speziell diese Werte anschaue, wo ich gleich von vornherein sehe, okay, das ist die VW oder was auch immer und dieser Wert hat hier ein bestimmtes positives Ergebnis hier auch erwirtschaftet. Das heißt, das ist hier die Möglichkeit, die ich habe zum Auswerten. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich alle anklicke, dann sehe ich immer die komplette Historie, alles was von Anfang, und sieht man hier auch die verschiedenen Trades, die durchgeführt worden sind, sehe ich immer alles aus der kompletten Historie. Wenn ich mir nur einen bestimmten Chartbereich anschauen möchte, wie ist jetzt dieser Chartbereich gelaufen? Zum Beispiel, wie läuft meine Strategie in einer bestimmten Marktphase? So kann ich mir das hier im Chart hier mal einstellen, gehe hier auf Chart und sehe, was aus diesen Trades, die hier drinnen sind, hier in der Equity-Kurve erwirtschaftet worden ist. Das heißt, kann mir das natürlich auch anzeigen lassen auf Basis der Trades oder auf dem Datum. Das heißt, hier sieht man dann, welches Datum von hier bis hier, welche Trades gemacht worden sind und sieht die Equity-Kurve hier drinnen, genau wann diese Trades stattgefunden haben. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich möchte mir alle Trades hier anschauen, dann bekomme ich hier alle Trades. Und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn ich auf Konto gehe, kann ich auch sagen, ich möchte wissen, zu welchem Datum welche Ergebnisse passiert sind. Immer wieder auf alle. So. Beziehungsweise wie sind die
auf die einzelnen Trades bezogen. Das sind natürlich irre viele, die hier durchgeführt worden sind. Trade Nummer 921 sind wir. Wir haben hier insgesamt 1000 Trades durchgeführt, beziehungsweise kann mir auch das wieder grundsätzlich auf den Einzelwert dann auch anschauen, wie der performt hat. Also das hier grundsätzlich mal zum Backtesting, was man sich hier aus den verschiedenen Charts hier auslesen kann, wie diese Anzeigefunktionalitäten zu interpretieren sind. Wir haben hier die verschiedenen Handelsinfos, wo man sich jeden Trade anschauen kann. Wiederum, Sie sehen hier, dadurch, dass wir auf Charts eingestellt haben, Einzel, sehen Sie natürlich bei den Handelsinformationen auch nur die Informationen der HEN 3. Wenn man hier auf alle geht, sieht man die kompletten Trades und man kann sich die hier runterbrechen, anschauen, wo ist was passiert. Das heißt, von den verschiedenen Orders mit den ganzen Ausführungen kann man sich jeden Trade im Detail anschauen. Man sieht hier auch, wie der durchgeführt worden ist, wann er durchgeführt worden ist und mit welchem Signal bzw. mit welchem Stop bzw. Target ist dieser Test gemacht worden. Das sind die einzelnen Trades mit mehr Informationen drauf. Auch wiederum hier diese Informationen, da sieht man grundsätzlich maximale nachteilige Kursbewegung, positive Kursbewegung und so weiter. Das heißt, das kann man hier relativ gut auslesen, auch interpretieren, was mit den einzelnen Trades passiert ist. Hier gibt es dann eine Zusammenfassung. Wo ist der Nettogewinn? Was habe ich Bruttogewinn gemacht? Was habe ich Bruttoverlust gemacht? Das Ganze ist natürlich hier nur ein Long-Signal gewesen. Deswegen sehen wir auch hier nur Long-Ergebnisse. Grundsätzlich keine Short-Ergebnisse, die sind alle Null, weil wir kein Short-Signal backgetestet haben, sondern ein Long-Signal backgetestet haben. Die ganzen Orders, die durchgeführt worden sind, die ganzen Executions, Ausführungen mit den ganzen Commissions, Provisionen, inklusive Slippages und so weiter. Man kann sich hier auch auswählen, wie ist das Trading wann gelaufen. Ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mir gerne anschauen, wann meine Trades zu welcher Tagesstunde die gelaufen sind, welche Ergebnisse funktioniert meine Strategie am besten um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr in welcher Woche funktionieren sie am besten und so weiter. Das heißt, man hat hier unterschiedliche Möglichkeiten der Einstellungen. Und kann sich hier dann eigentlich alles auswählen. Ich habe gesehen, in der jetzigen, da müssen wir noch was schauen, in der jetzigen List, die rausgeht, haben wir da ein Problem mit der Auswahl noch, das wird behoben werden. Aber das wird sind genau die einzelnen Auswertungen, wo man wirklich sagen kann, ich möchte mir anschauen, wie in welcher Woche hat es am besten, in welchem Monat funktionieren meine Trades am besten. Wenn ich mehrere Jahre backteste, in welchem Jahr war ich positiv, in welchem Jahr wäre ich negativ gewesen und so weiter. Das heißt, das ist hier zum Backtesting und hier sind dann die verschiedenen Einstellungen, die man machen kann. Grundsätzlich wäre es das mal gewesen mit dem ganzen Backtesting-Signale. Wie komme ich von einem Signal zu einer Strategie? Wie kann ich dann diese Strategie backtesten? Wie kann ich es mir anschauen? Ich kann natürlich jetzt noch eines machen und jetzt das Target rausnehmen, schauen oder einen anderen Stop verwenden und schauen, verändert sich jetzt dieses Ergebnis nochmal? Kann natürlich wieder hierher gehen auf Start, lasse das über die ganze Instrumentliste wieder drüber laufen, wird wieder ein bisschen dauern, dann sieht man auch, wie sich hier die Equity-Kurve dann verändern wird. Sie haben natürlich jederzeit auch die Möglichkeit, hier über den Stop-Button das Backtesting zu beenden, wenn es zu lange dauert, wenn vielleicht zu viele Kriterien drinnen sind, wie auch immer. Das sieht man dann schon, wir kommen hier relativ flink für diese Anzahl der Werte hier voran. Aber um hier nicht wirklich dann stundenlang blockiert zu sein, wenn man falsche Einstellungen macht, können Sie hier jederzeit stoppen, sich das anschauen. Schauen wir jetzt, wie sich das Ergebnis verändert. Diese Strategie ohne.
Ich kann in der Zwischenzeit mal auf die Fragen eingehen. Allgemeine Frage zu Agena Trader. Planen die eine macOS-Version für Agena? Nein, macOS, das ist ganz einfach eine ganz andere Programmierumgebung. Es ist ganz einfach Windows-konform programmiert und kann nicht auf macOS programmiert werden, aber wir haben sehr viele Leute und User, die einen Mac haben, aber die sich dann mehr oder weniger Parallels integriert haben oder als Virtual Machine laufen haben, und dort läuft ein Agena drinnen ganz problemlos. Also wir haben sehr viele User, die sich eben eine VM installiert haben, und dort drinnen kann man den Agena Trader ganz einfach laufen lassen. Wir sind dabei, und so, das wird auch kommen. Das ist eines unserer nächsten Errungenschaften, ist, dass wir den Agena Trader Cloud hosten lassen können und den über einen Browser, über Chrome, zum Beispiel die volle Funktionalität, alles, was Sie jetzt gesehen haben, über den Browser auch bedienen können. Das wird aber etwas kosten, das heißt, das wird kostenpflichtig werden, weil wir hier mit einem Service Provider zusammenarbeiten, der uns das ermöglicht. Das heißt, für wirklich professionelle Trader, die einen 24/7 oder 24/5 Agena Trader gewährleisten möchten oder das zum Beispiel auf einem Mac auch bedienen möchten über den Browser, haben wir hier dann die Möglichkeit und können das hier dann darüber anbieten. Das wird aber in den nächsten Tagen, Wochen, dann, ich nehme an, ein bisschen in 2 Wochen sind wir so weit, dass wir dieses Service anbieten können. Nächste Frage. Wie kann man sich Folgendes in der Watchlist anzeigen lassen? Am besten in einer separaten Spalte. Abstand vom aktuellen Preis einer Aktie zum 52 Wochen hoch 52. Das würde heute zu weit führen, Herr Württemberg. Dazu kann ich da vielleicht im nächsten Webinar eingehen, wenn es Ihnen recht ist. Das wäre jetzt zu weit führend, dass man das jetzt hier noch bespricht. Wenn man im Daily Chart auf eine Periode klickt, wird das Volumen bei mir so angezeigt, zum Beispiel 73, ist hier ziemlich unübersichtlich, einfacher wäre zu lesen, 73.3215. Ich schicke Ihnen das zu, Herr Württemberger. Sie bekommen das von uns. Ich gebe das weiter an den Support. Der Support wird Ihnen das sagen, wie Sie das einstellen können. Man kann, einen Moment, geht's vielleicht doch, schaffen wir es. Einstellungen, Linien, Chart Pendel, Upper Lower, Output Display Types, Truncated Suffixes. Okay, hier haben wir es. Hier sollen Sie es einstellen können, with Digits Grouping. Das heißt, das ist hier genau die Einstellung, dass Sie es einstellen können. Das heißt, im jeweiligen Indikator drinnen, Outputs Display Style, stellen Sie hier ein, with Digits Grouping, und dann werden Ihnen die Zahlen, sollen Ihnen dann mit Punkten angezeigt werden. Gut, dann wären wir eigentlich durch. Schauen wir nochmal, was sich noch im Backtesting getan hat. Okay, gehen wir nochmal auf den Backtest zurück. Ja, ist durchgelaufen jetzt mit den neuen Einstellungen, No Target, und es haben sich wahrscheinlich die Werte jetzt dementsprechend auch verändert, weil wir hier jetzt andere Einstellungen sind, und man kann sich natürlich jetzt hier darüber spielen und kann mit den unterschiedlichsten Signalen, mit den unterschiedlichsten Stops und Targets dann sich eine Strategie zusammenbauen, die im Endeffekt dann auch eine Wahrscheinlichkeit hat, auch zu funktionieren. Ich sage immer, es ist einfach besser, man verlässt sich nicht auf das Backtesting. Ein Backtesting gibt eine Indikation, ob ein Signal in der Allgemeinheit grundsätzlich einen positiven Erwartungswert hat. Aber traden kann immer noch am besten der Trader selbst. Sich das Auge zu schärfen auf die Marktsituationen macht auf jeden Fall Sinn. Und der Agena Trader ist eigentlich, und genau diese Tools hier
sind ja nicht wirklich dafür gedacht, um jetzt hier Vollautomaten zu programmieren, wie der Condition S-Card und der Setup S-Card, sondern hauptsächlich, um im Scanner eingesetzt zu werden und dann, wenn Signale auftreten, dann das Auge nochmal spielen oder zu helfen zu lassen und dann hier mehr oder weniger den Halbautomatismus auszunutzen. Trade das beste Signal, wenn es dir auch den Auge erlaubt. Ja, gut, dann wäre ich grundsätzlich mal durch. Es war relativ viel heute, glaube ich, was ich Ihnen gezeigt habe. Aber es ist mal gut, so den Einstieg zu sehen, damit man dann vielleicht bei den nächsten ein, zwei Webinaren, die man hat, nochmal auf bestimmte Details eingeht, noch weiter verfeinert und dann wieder anfängt, wieder mit neuen Signalen zu arbeiten, um den Condition Escort besser herzuzeigen. Aber ich glaube, Sie haben schon gesehen, wo es einfach hingeht. Risikomanagement, genau. Dazu kommen wir auch das nächste Mal. Wie stellt man das Risiko ein? Wie werden diese Ordergrößen hier berechnet, beziehungsweise wie kommt man hier auf diese Eurozahlen und so weiter? Das wird auch Thema des nächsten Webinars werden. Gut, dann möchte ich Sie nicht mehr länger aufhalten. Entlasse Sie in Ihren wohlverdienten Abend und ja, freue mich dann auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wie baue ich mir mein optimales Handelssignal. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.